Und dann mal sehen, müsste es eigentlich bald weitergehen. Oder geht es jetzt weiter, weil der... Ach. Ein gut gewähltes Plätzchen. Ihr möchtet das Tor angreifen, richtig? Genau. Wir wollen nicht mehr Schaden anrichten als notwendig. Das ist verständlich. Toss hat sich also dort verschanzt. Auch richtig? Ja, genau, Meister Konrad. Ich hörte, habt ihr noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen? Ach, nicht wirklich. Mit dem bin ich fertig. Bei seinem Feldzug gegen die Ottomanen zog Sigismund Tossrath meinem vor. Und wir wissen alle, wie das endete. Ach ja, wie endete es denn? Schlecht, mein Herr. Der Stolz der französischen Ritterschaft fand dort sein Ende. Sigismund floh um sein Leben. Und ja, zugegeben, ich ebenso. Ich kann dir versichern, wir werden hier nicht denselben Fehler machen. Wir haben nicht vor, sie auszuhungern, damit sie aufgeben. Wir wollen das Tor niederreißen. Ich stehe euch zu Diensten, meine Herren. Wir bauen so schnell wir können. Der Tribok sollte schon in ein paar Tagen fertig sein. Und ich könnte Rokettas zur Verfügung stellen, um die Feinde von den Zinnen zu fegen. Rokettas? Ich glaube, ich habe dieses Wort noch nie gehört. Rokettas sind mit Schwarzpulver gefüllte Geschosse mit einem Loch an der Unterseite, um sie zu entzünden. Sie fliegen auf den Feind zu, wie in etwa bei einer normalen Kanone, nur ohne die Steine. Absolut effektiv, meine Herren. Raketen. Verstehe. Aber wir haben hier in der Gegend weder Schwarzpulver noch Kanonen. In der Tat. Das hätte mir klar sein sollen. Aber ich bin ein großer Freund der Rokettas und male mir oft aus, was Alexander der Große mit ihnen hätte erreichen können. Ich verstehe schon. Wir befinden uns hier in einer gewöhnlichen Situation, die auch einer gewöhnlichen Lösung bedarf. Ich hoffe noch immer, dass Toss zur Vernunft kommt und mit uns verhandelt. Ich denke, das wird er, Herr. Spätestens dann, wenn er unseren mächtigen Tribok vor seiner Nase sieht. Also wird der Tribok gebaut, nur um dann nicht benutzt zu werden. Aber so. Pfeifa. Sei gegrüßt. Ich konnte mich mit Konrad einigen. Er ist bereits hier. Du würdest nicht glauben, wie klug der Kerl ist. Jetzt bauen wir diesen Tribok. Das garantiere ich dir. Schön, dass ich helfen konnte. Gibst du schon auf? Ich bin dir äußerst dankbar dafür. Und die Männer werden es auch sein. Gute Arbeit. Bestimmt rettest du damit viele Leben. Ich sollte nicht, aber wirf einen Blick in meine Truhe. Vielleicht findest du etwas, das du gebrauchen kannst. Vielen Dank. Möge Gott mit dir sein. Pfeifers Thronschlüssel. Lebensmüde, was? Achtung! Alarm! Schlagt Alarm! Seid Vorsicht! Das nennst du kämpfen? Hey! Ihr alle hier sammeln! Schlagt Alarm! Mein Gott! Feind! Zu den Waffen! Hier rüber! Hm. Ah, tatsächlich hinter. Tatsächlich hinter ihm her. Ich glaube, es ist vorbei. Okay. Nicht sehr gut durchdacht. Schwer. Ich meine, ich kann die auch alle noch knacken, aber... Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Hey, ihr alle! Hier sammeln! Schlagt Alarm! Zu den Waffen! Hier rüber! Guck mal, ich dachte, ich hätte den Schlüssel von dem Kerl bekommen. Aber kann auch sein, dass ich seine Truhe einfach noch nicht gefunden habe. Hm. Wer weiß, wer weiß. Tallenberger. Tallenberg? Ach, das ist vom... Ah, ja, vom, von den Tallenbergern. Klar.
Hasenfleisch. Bisschen Nahrung. Was denn dem Pfeifer sein? Wenn ich schon die Erlaubnis bekomme, was aus seiner Truhe zu nehmen, will ich doch mal reingucken, ob es wenigstens was Interessantes ist. Aufschließen. Magdeburger Panzerhandschuhe. Komisch, warum konnte ich das denn aufschließen? Dass dem Pfeifer sein Kram ist? Sollte sich ja keiner beschweren, ne? Hoffe ich zumindest. Wer bist du? Sieht komisch aus. Ach, der ist es, ja. Hat Kesselfurz. Keine Ahnung. Die mal hier fallen. Geht es dir gut? Gut! Gut! Aber. Ich. Es war Paycar! Dort liegt du, hast ihn laufen lassen und gesagt, ich hätte nichts zu befürchten. Ruf verbessert, ruf verschlechtert. Hörst du? Er hätte mich töten können, um. Ja, er hat schon recht, aber. Na gut. So viel dazu. Wir könnten noch mehr Fleisch besorgen. Boah. Also irgendwann. Uschitze. Wir kommen an. Immer noch bei Tag. Naja. Da wird es vielleicht nicht unbedingt sowas mit dem Rezept stehlen. Wer weiß. Mal gucken. Mal gucken. Also muss ich mit ihm reden und ihn überzeugen. Glück und Gesundheit. So. Geht's dir gut? Hey, wer ist da? Komisch. Jetzt muss ich gucken, welche Truhe ich damit aufschließen kann. Schlussgang schwer, Schlussgang schwer. Wenn man es zu eilig versucht, ne? Aber es ist noch Mittag, also sollte niemand herkommen. Kein Rezept. Irgendwo müsste eine Truhe sein mit einem fluchten Rezept, das ich stehlen kann. Aufschließen. Hat er sein verfluchtes Rezept? Hat er sein verfluchtes Rezept? Ich hatte schon mal gesucht gehabt. Wo braut er eigentlich das Bier? Der braucht mehrere Kessel dafür. Wo finde ich das Rezept?
tatsächlich hier oben ist. Müsste aber ein Durchgang nach da drüben vorhanden sein, der ja nicht da ist. Okay. Rezept fürs Bier. Links. In dem Regal. Warte, der... Ich hatte die Rolle gesehen und hat gedacht, ich müsste... Ah, okay. Ah, na gut. Pfarrer ist gefragt. Ach so, mehrere Tage. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, warte, bis der Tribok fertig ist. Renieren. Sind die überhaupt noch gut? Renieren. Auf 13. Aber ich kann die ja eh nicht benutzen. So. Okay. Gucken wir mal, ob wir da von da aus... Dann suchen wir das Nest. Wir suchen das Nest und geben das beim Bauern ab. So sollte der Plan jetzt erstmal sein. Auflauern. Okay. Was willst du? Mach lieber die Fliege, bevor dir noch was zustößt. Was ist denn jetzt los? Banditen und... Ah, scheiße. Scheiße. Guck mal, die gehen sich gegenseitig an den Gurgel. Das ist doch was. Komm schon. Der stärkste Bogen und fast die stärksten Pfeile. Komm her. Oh, er steht noch. Okay. Der wird kaum irgendwas haben. Nee, war ja klar. Die anderen haben sich irgendwo hier gekloppt und ich weiß nicht, wo die Leichen sind. Ist auch ziemlich gleich. Auch nix. Sollen sie sich da kloppen? Ist mir egal. Okay. Pferd. Und dann wollen wir mal sehen, ne? Dass wir irgendwie an die Klippe kommen, weil da anscheinend die einzigartige Pferderüstung ist. Wieso auch immer. Aber von der Körperrüstung scheint kaum einer was gehört zu haben. Zumindest
stand es so da, dass keiner wirklich weiß, was mit dieser Rüstung ist. Woher man die bekommt? Ich meine, so wirklich, der Kampf auf dem Pferd ist natürlich jetzt, wie soll ich sagen, nicht wirklich ausgereift. Da gibt's, ich würde sagen, der Kampf vom Pferd aus hat immer noch ein paar Schwierigkeiten. Da müsste man ein paar spezielle Angriffe für haben. Man müsste im Vorbeireiten treffen und so weiter. Naja. Okay, hier irgendwo soll angeblich ein Nest sein. Vielleicht da vorne auf dem Felsen, da sah es aus, als wäre da ein Nest, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ein großer Felsen zeigt worden auf dem Bild. Einfach gestorben beim Hügel runtergehen. Lass noch mal gucken. Großes Nest. Oh, ich seh's. Ich seh's. Tatsächlich. Oh. Aber ich denke, man muss irgendwie seitlich drumrum. Da muss ich auf jeden Fall hin. Wenn dann hinkommt. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Damit. Ich denke aber, ich muss. Alter. Oh, guck mal. Kann ich da drauf schießen? Ich fällt's runter. Ich glaube es zwar nicht, aber hier kannst du auch dein. Komme ich hier auf die Büsche drauf? Tatsächlich. Interessanter Ort gefunden. Ja. Schön und gut, dass ich einen interessanten Ort gefunden habe, aber. Verflucht. Muss von oben hin. Eieieiei. Ich hätte den Text richtig lesen sollen. Vorhin kam ich hier dann noch hoch. Meine Schuhe jetzt einen Grip verloren oder sowas. Oder mein. Gut, ich habe ja keine Schuhe eigentlich an. Ja, eher. Ich habe ja die Panzerbeinschienen an, wo die Schuhe schon integriert sind. Naja.
Naja, wenigstens habe ich jetzt die Markierung vom interessanten Ort, was deuten sollte, dass ich da auf jeden Fall in irgendeiner Form schon mal eine Richtung habe. Ich denke mal, ich muss noch weiter rüber. Mal sehen, ich kann ja genau den interessanten Ort markieren. Mal hier. Vielleicht. Aha. Mal hier. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Oh, das war bei mir. Wo ich vollgepackt war. Lass mich ein bisschen was an Rüstung mitnehmen. Das sollte reichen. Dann kann ich direkt Schmiedhändler die Runde gehen. Willkommen, Heinrich. Tja, doof gelaufen, aber jetzt weiß ich, wo es ist. Den Schnaps habe ich auch noch dabei, dann kann ich direkt darüber speichern. Dann komme ich erst gar nicht in die Situation, dass ich da... noch was nachspielen muss. Ich hätte vorher vielleicht speichern sollen. Der eine hat gesagt, er wäre oft zu Tode gestürzt. Naja. Doch er kam ohne einen Kratzer heim. Aber jetzt heißt's, die wollen Thalmberg belagern. Und das ist was ganz anderes. Was heißt du schon von belagern? Thalmberg belagern. Ja, das stimmt. Kaum zu glauben, aber es stimmt. Bin ich schon froh, dass ich hier gespeichert habe. Zwischendurch speichert er irgendwie gar nicht so wirklich. Momentan zumindest nicht. Verkaufen, Rüstung. Ja, das war... Beckenhaum sind zu viel. Guck mal, da kann ich nochmal die 500er Schuhe weggeben. Ah. Guck mal, da haben wir noch ein paar davon. Mal gucken, was wir hier günstigen Kram ein bisschen, bei günstig ist natürlich dann auch mal wieder relativ, warum habe ich überhaupt wieder sonst müsste alles passen. Warte, wer bist du? Ladenwache. Ist ja eine tolle Ladenwache. Hm.
So ein paar Sachen hier wären schon cool. Ein Badehaus zum Beispiel wäre hier nicht verkehrt. Eine Farm. Allmächtiger Steinbruch vielleicht, je nachdem. Aber hey. Dann können wir dem Bart noch von dem Zeug verkaufen. Und dann verkaufen wir ihm vielleicht das günstige. Ja? Oh, 630. Uff, die Pfeile haben tatsächlich reingehauen. 9000. Was zur Hölle? Welche Pfeile haben denn 880 A350? Klar, das haut rein. Guck mal hier. Achso, 17 Knüppel. Pfeile will ich nicht zurücknehmen. Was haben wir denn? 40, ha? Aber 880 Pfeile, Art 3 Groschen, 3,5 Groschen. Das ist eine Menge Kohle. Wir sind von... Wir sind müssten um die 3000 sein, wenn ich mich nicht irre. Nee, gar nicht. 2, 8 oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Verkaufen. 1100. Der hatte vorher nur 30. Hm. Ups. Okay. Also mein Freund, wie viel Kohle hast du? Verkaufen Waffen. Ach, der hatte nur 42. Lässt sich was am Preis machen? Nun. Hier. Nun denn, recht herzlich. Ah. War es gerade vorhin nicht umgedreht, dass der Pferdehändler mehr Geld hatte? Ich glaube schon. Naja. Guck mal hier, wie viel kann ich denn auf mein armes Pferd abwälzen? Ich war wohl dadurch, dass ich auch nur noch nicht mehr tragen. Ich habe immer noch 400 zu viel. Ach ja, hat ja gar nicht gelohnt, das. Ich müsste echt öfter hierher kommen und Dinge verkaufen. Wenn die dann in den Läden endlich mal... Obwohl. Gott sei mit dir, Heinrich. Der Rüstungsschmied und der Händler müssten bei meinem nächsten Besuch schon einiges mehr haben. Vor allem der Händler, der müsste